habe einige Hauer bekommen. Das ist Hauer, wir uns bewegen den Outfit, Hauer. Und das Tolle ist, wenn ich anfange mit Spielen, habe ich einfach Spaß. Wie gesagt, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Wie gesagt, vielleicht der Tinder durchgespielt könnte hilfreich sein in meiner eigenen Verfassung. Problem ist, es ist gerade, sollte ich verraten, weil niemand alle anderen kennt, ist dezent zum Kotzen. Der Moment, wo du Tinder-Date hast, weit genug kommt, tatsächlich ein zweites Treffen auszumachen, aber dann du selber scheinbar so zum Kotzen warst, dass dein Date beim zweiten Treffen plötzlich eine Magen-Darm-Verstimmung hat. Yeah. Passiert! Mir häufiger als anderen, aber passiert. Dein Timing ist perfekt. Jetzt können wir uns in einen weiteren Ort bereisen. Im Vulkangebiet sollte es jede Menge Erz geben, meinst du nicht? Die Mehrheitsjäger sind zurück. Ja, ich habe das Fragezeichen einmal getroffen gehabt. Ey! Nice! Miguel war gut genug für mir. Was gibt's denn da? Eine zerbrochene Statue. Altwürdige Statue. Es ist nicht ersichtlich, wer sie wann und zu welchem Zweck erschuf. Ich im Kunstunterricht und es sieht gewollt so kacke aus, wie ich meiner Kunstlehrerin immer versucht habe beizubringen und fast immer geschafft habe. Außer, als wir dann... Warte, was war neu Vulkan, ne? Ah, könnt euch. Als wir geschnitzt haben und beim Schnitzen, ich kam durch diesen Holzblock nicht durch. Wir haben zwei, drei, ich müsste da drüben hin, also machen wir hier mit doppelt hin und her, das ist ungefähr da. Knapp. Zwei Werkzeuge meines Vaters kaputt gemacht und versucht irgendwie in diesen Block reinzuschnitzen. Und es hat nicht funktioniert. Andere haben sich da in die Hände geschnitzt und noch mehr kaputt gemacht von sich selbst. Ja, deswegen das bei mir dann auch nicht so gut bewertet wurde mit der Aussage, guck mal, ich habe diesen Block, ich war wirklich oben noch ein Viereck und so ein bisschen ausgehöhlt mit Ritzen drin. Also, dieser Block soll mich symbolisieren, meine kaputte Seele, von außen hart, aber von innen, wenn man einmal hinter die Fassade schaut, komplett zerstört. Ich dachte, die Ausrede wäre gut, aber ich habe trotzdem eine 4 bekommen. Immerhin keine 6. I did it, I guess. Wie gesagt, es gab einen, der sich jetzt 2-3 Mal geschnitten. Ich habe es extra nicht weitergemacht. Ich wusste, ich schneide mir da auch ein bisschen rein. Das muss ja jetzt nicht sein. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich auf das Thema gekommen bin. Verdammt! Egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, drum rumreden kann ich. In der Anfall sein gerne auch. Vor allem mit Langschwert. Gut. Ha. Genau, es war zum Kotzen sein, exakt. Nichtsdestotrotz, lange bis die Aussage ist, ja, ich gehe trotzdem immer noch, auch wenn ich jetzt irgendwann spät und auf ein zweites Date. Das klingt wie eine Aufschiebetaktik, ist es da bestimmt aber nicht. Und wenn doch, erzähle ich es aus dem nächsten Stream. Und es bleibt spannend. So hätten wir den Zuschauer mal laufen. Easy, lange verstehe ich YouTube. Okay, was sollten wir machen? Wir haben uns jetzt das Zeug für die Rüstung geholt. Wie gesagt, ich glaube, ich habe 3 Hauer bekommen. Das klingt grundsätzlich so, als würde es passen. Das heißt, hör auf, mit mir nicht zu reden. Wenn ich vor dir stehe, hast du gefälligst, mir ins Gesicht zu holen, mir zu sagen, wie cool du mich findest. Mir fehlt, ich habe 1 Hauer bekommen. Diesen 1 Hauer ich bekommen, weil meine Katze ihn gestohlen hat. Gute Katze. Nice, ich bräuchte mehr links. Wo sind meine schwarzen Katzen, wenn man sie mal braucht? Egal, dann aber, da ich jetzt vorhin meinte, das könnte... Wobei, ganz ehrlich. Erstmal, wir nehmen doch mal Schlägerstil. Aus dem einfachen Grund, ich frage euch jetzt alle. Wir hoffen, dass dieses Mal Leute wieder antworten. Was sind die Vorteile des Schlägerstils, was sind die Nachteile? Was ich bisher mitbekommen habe, und damit ihr es nicht doppelt schreiben müsst, will ja jemand schreibt genau in die Kommentare, was ich gerade gesagt habe oder sagen werde. Wie es aussieht, hat man ein geringeres Moveset, also gerade die K.O.-Schläge, die besten Schläge der Waffe sind nicht mit dabei, so wie Aufladen beim Hammer oder aber Aufladen des Großschwertes. Dafür bekommt man halt eine dritte Fähigkeit. Ist das alles, was beim Schlägertyp passiert? Kommt da mehr, kommt da weniger? Wird der Angriff der einzelnen Schläge von Natur aus stärker? Lädt sich irgendwas schneller auf? Kann ich was machen, um diese Schläge zurückzubekommen? Ich meine, bei Wagemut sind die Fähigkeiten auch weg, kommen dafür stärker wieder, wenn ich sie wieder habe. Schlägerstil lädt schnell die Fähigkeiten. Das ist doch meine Aussage. Nice. Heißt, du hast nicht nur mehr, du hast auch mehr. Wir kommen am Mittelmeer. Oder Pazifik. So, effektiv Ozean ist mehr. Egal.
Okay, das heißt, wenn du wirklich auf Fähigkeiten gehen willst, was für mich... Das kann man probieren. Ist jetzt kein extra geiler Stil. Es ist wichtig, sowas mit einzuführen, damit die Leute, die Spieler sich ab und zu irgendwie daran gewöhnen. Okay, da ist so eine Mechanik, die nennt sich Fähigkeiten. Nutze ich die halt mal, wenn das Spiel das unbedingt möchte. So nach dem Modus wahrscheinlich eingebaut, weil ich meine Konter und Wagemutstil. So wirklich zwei Stile, die deinen Kampfstil komplett verändern. Oder du suchst dir gerade von den beiden den aus, der halt gerade besser zu dir passt. Bei mir wäre das definitiv Konterstil aus dem einfachen Grund. Ich habe durch langjährige Erfahrung Monster Hunter gelernt, wenn eine Waffe oder eine Klaue, ein Monster auf dich zustürmt, sollst du im besten Fall ausweichen und nicht unbedingt in genau dem Moment deine Waffe wegstecken. Das macht es dann nicht unbedingt besser. Du kannst zwar danach dann besser wegrennen, ja, aber nein. Wenn du tot bist, ist deine Waffe auch weggesteckt. Egal. Beim Schlägerset Ride on the Storm hast du ein kleineres Moveset, kannst dafür aber drei Hunting Styles mitnehmen und diese füllen sich schneller auf. Genau. Also literally einfach nur, okay, du bist halt schneller beim Draufschlagen dabei. Ausweichen. Memo an mich. Einfach nur laut ausweichen zu rufen, führt noch nicht dazu, dass man tatsächlich ausweicht. Wer hätte das gedacht? Eine wahre Erleuchtung, die ich da gerade bekommen habe. Dammit. Du bleibst auch nicht in meiner Nähe, ne? Dann und ich spring zu dir rüber und ich schwimm wie ein Fühler und ich nehm dich bei der Hand, nehm dich auf deinem Rücken, weil ich dich mag. Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Das geht zu tief, wa? Zu weit und die Gürtellinie passt alles. Okay, auf jeden Fall haben wir nochmal ganz kurz flachgelegt. Dafür sind wir ja hier anwesend. Gehen wir noch so richtig auf die Schnauze. Ich sollte aufpassen. Oh, da ist was Verteidigendes. Wie kriege ich jetzt meine Insekten wieder zurück? Shit, das weiß ich noch. Kommt der von alleine? Nein, also ja, er stellt sich neben mich, aber das ist jetzt das von alleine kommen, was ich meinte. Das Waffe wegstecken reicht. Okay. Wir sollten eigentlich fast schon mal die Hose jetzt zu fangen. Vorhin war er ungefähr an dem Punkt tot. Wir hatten beide Fähigkeiten aufgeladen und keine eingesetzt. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich wieder sehr nah dran. Allein von der Anzahl des Aufladens soll das jetzt passen. Ungefähr. Wir haben auch ein bisschen Fangos angegriffen. Das könnt ihr jetzt noch ein bisschen negativ damit reinhauen. Oh, das funktioniert halt einfach. Oh, jawoll! Aus keinem Gigantik, wenn du einfach nur schlau bist. Fuck. Nein, ich bin scharf. Ich wollte doch stumpf sein. Egal, stumpf ist hoch. Ich habe einfach stumpf die Pfeile gelegt. Ohne drüber nachzudenken, eigentlich wir uns da raus. Also ich bevorzuge Alchemie über Schläger. Ich dachte, Alchemie wäre ein random Ding, was kein Schwein braucht. Okay. Wenn ich unbedingt drei Fähigkeiten brauche. Alchemie hatte den Vorteil, dass du besser und mehr kombinieren konntest. Das ist effektiv der Ersatz zu der Alchemie-Fähigkeit in Monster Hunter Freedom Unite. Korrekt, großes dickes Fragezeichen. Jawoll, wir haben auch einen Hauer bekommen, das hauert euch aber um. Und einen Jumbo-Knochen. Aber wir haben wieder deinen Kopf mitgenommen. Was haben wir nur für ein Problem mit Köpfen? Oh, 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 jawoll, Herbert, mein Untier. Macht mir genau das, was er soll. Wie so ein kleines Untier die ganzen Hauer stehlen. Was er nicht alles braucht, wo auch immer er seine Finger hat. Aber egal. Apropos Kopf. Wusstet ihr, dass tatsächlich der Mundinnenraum dieselbe Struktur hat, dieselbe Hautstruktur, wie das Innere einer Vagina, was so einige Sexpositionen definitiv besser erklärt? Wenn wir am Hero sind, wir unter eine neue Rüstung, damit ich mir irgendwas anziehen kann und meine Witze nicht mehr durch die Gürtellinie gehen. Ah, schade. Raune geht durch die Menge, aber wir wollten doch genau das. Passiert. Gönne ich mir, weil es geil aussieht. Das ist effektiv eine Mufa-Rüstung mit extra Punkten. Und die Arme haben noch gefehlt. Wenn ich mich nicht ganz täusche, jawohl. Und ich habe euch beim letzten Mal, weil ich komplett vergessen habe, versprochen zu erklären, worauf Frauen stehen. Und zwar wissenschaftlich begründet.
Das war das mit der Bilderreihe, wo man halt Männern und Frauen verschiedene Bilder gezeigt haben und geschaut hat, okay, welche Gehirnareale werden angestört oder eben auch nicht. Und es war halt so bei... Fuck. Das ist ein schlechtes Zeichen. Bei Männern, wie gesagt, Brüste, Ärsche, Titten, schöne Gesichter, kennt man ja. Beine fehlen noch. Beine sind auch noch Bullfango. Oh shit. Finger kreuzen, dass das jetzt funktioniert. Übrigens, Watchtime wird wieder erhöht. Easy. Komm schon, du musst den schmieden. Bitte, 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 Beine. Gib's mir hart. Ach, hier brauche ich auch noch mal zwei Hauer. Okay, easy. Und worauf tatsächlich stehen ist, also was bei ihnen dieses Gefühl ausgelöst hat, des Sexys, war kein Dickpick. Dickpick war ungefähr oder war auf demselben Niveau wie einfach nur ein Berg, also ein Landschaftsbild. Also wie gesagt, das nächste Mal, wenn ihr irgendwie eine Frau auf Tinder anmachen wollt, schickt kein Dickpick, das ist eh illegal. Schickt einfach einen Berg und bringt diese Story und sagt, ich habe dazu gelernt. Wenn sie nicht lacht, war sie eh die falsche. Mein Standardsatz bei jedem meiner Anmachen auf Tinder. Das ist not even a joke, it is right. Ich meine, wenn ich ihr schon schreibe. Weißt du, was... Weißt du, an welchem Tag jedes U-Boot untergeht? Am Tag der offenen Tür. Und sie lacht nicht. Dann kann ich sie auch gleich anmatchen. So. Und, oder sie tut wenigstens nicht mal so, als wenn sie lachen würde. Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied. Das muss auch mit eingeklammert werden. Dann, wie gesagt, dann war's das. Okay. Nichtsdestotrotz. Wo wir gerade beim Thema waren. Genau. Was sich bei ihnen was ausgelöst hat, waren Geschichten. So habe ich das mitbekommen. Also effektiv Szenarien, wo dann halt irgendeine Person des anderen Geschlechts dann halt bei Heterozeuten etwas getan hat tatsächlich. Und Aktionen seien da wesentlich effektiver. Und ich muss dieser Wissenschaft noch hinzufügen, aus meiner bisherigen Kindererfahrung, Hunde und Katzen. Diese Bilder sind scheinbar genauso effektiv. Fucking Furries. Nee, bei Alchemie bekommst du ein großes Fass und das kann verschiedenste Gegenstände produzieren. Und seine Fähigkeiten haben einen erweiterten Spezialbuff, welcher sich auf jeden Jagdstil anders auswirkt. Aber Alchemie ist doch ein Jagdstil. Wie kann er sich auf jeden deiner Jagdziele anders auswirken? Doubt! Objection! Das war, was ich gesucht habe. Dankeschön, Hörner. Es hat auch nur 2 Sekunden gedauert, bis du auf die Idee kamst, das richtige Wort zu finden. Da. Beim Konterstil zum Beispiel größeres Fenster zum Ausweichen und bei Gildenstil schnelleres Item einsetzen. Zudem gibt es noch Lebensregeneration bei SP4. Da bin ich, glaube ich, noch nicht. Unter anderem auch schnelle Ausdauerregeneration, höhere Chance, das Monster zurückschreien zu lassen. Ah, okay. Das sind alles natürlich sehr, sehr geile Sachen. Sehe ich ein. Was meine Frage erhärtet, was meinst du mit Alchemie? Ich meine, wenn ich den Stil Alchemie habe, kann ich ja nicht zusätzlich den Stil Konter haben. Oder sehe ich das gerade komplett falsch? Okay, haben wir. Wir suchen uns trotzdem mal ein bisschen die Option, mehr anzugreifen. Düs, düs, düs! Habe ich ihn gerade jetzt wieder auf stark getrimmt? Warte.